Die beste Zeit in FIFA geht wieder los. Unendlich 10x84 plus und 10x85 plus Packs. Die besten Karten aus ganz FIFA 23 sind zu ziehen. Und deshalb mache ich mich an die Arbeit, erstelle einen neuen Account und frage mich, wie schnell ziehe ich das beste Team in FIFA 23? Let's go, Freunde, wir sind angekommen auf dem neuen Account. Wir erstellen den jetzt erstmal brandneu Ende August. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie schnell schaffen wir es, das bestmögliche FIFA 23 Team zusammenzubauen. Ich werde euch gleich zeigen, was für mich aktuell das beste FIFA 23 Team ist. Alle Karten sind irgendwie zu ziehen und das soll das Ziel sein, so schnell wie möglich diese Karten zusammenzubekommen. Und jetzt starten wir hier erstmal in unseren neuen Account rein und müssen jetzt hier noch ein paar Dinge erledigen. So, wir wählen jetzt hier erstmal ein schönes Trikot aus. Das Trikot werden wir jetzt wahrscheinlich sehr häufig sehen, deswegen soll es schon ein cooles sein. Wir gehen mit Brasilien und mit dem Auswärtstrikot gehe ich einfach mal mit LA Galaxy. Warum eigentlich nicht? Wappen wird Manchester United und damit ist unser neuer Account am Start. Ich hatte einfach unglaublich Bock, nochmal ein neues Projekt am Ende von FIFA 23 zu starten, denn diese 10x84 Plus und 10x85 Plus Packs machen so viel Spaß zu ziehen und ich habe einfach übel Bock, nochmal auf einem neuen Account komplett zu grinden und genau das werden wir in den letzten Wochen von FIFA 23 machen und das Ganze, wie gesagt, auf einem brandneuen Account, mal schauen, ob es überhaupt möglich ist. Und boom, hier ist das Team, was ich in der nächsten Zeit zusammenziehen möchte. Alle Karten müssen am Ende des Tages First Owner sein, um dieses Projekt abzuhaken. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist. Man kann natürlich hier noch ein, zwei Karten dann austauschen. Vielleicht kommen auch noch ein paar bessere Karten im Laufe des Projektes raus, die wir dann austauschen können. Manche habe ich halt schon verpasst, wie zum Beispiel 99er Kevin De Bruyne. Aber das ist halb so wild. Die Karten, die jetzt hier im Team sind, die will ich irgendwie zusammenbekommen. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr dieser Art zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Projekt. Wir werden heute auch schon eine Menge Packs ziehen, hoffe ich zumindest. Was ziemlich cool ist, muss ich sagen, wenn man einen neuen Account im August erstellt, bekommt man gerade ein 10x85 Plus Pack geschenkt. Das hat ja jeder geschenkt bekommen. Außerdem das Viertelfinale Landespack und ein Einzel-Draft Token Pack. Damit können wir hier schon wunderbar und easy reinstarten. Das ist eine 10 von 10, Freunde. Ihr könnt einfach so unglaublich easy auch im August jetzt noch Gas geben. Es macht einfach so viel Spaß. Alle Leute, die aktuell die 10x84 Plus Packs spammen oder 10x85 Plus Packs, wissen Bescheid. Es macht so viel Spaß wie das ganze Jahr nicht. Ist zumindest meine Meinung. Es macht aktuell brutal Bock. Und jetzt gehen wir hier rein in die Grundlagen SBCs und dann zeige ich euch, wie ich jetzt hier auf einem neuen Account vorgehe. So, ich habe gerade 0 Münzen, deswegen komme ich jetzt nicht wirklich weiter. Wir müssen jetzt hier einfach beim Squad Building so ein bisschen was abschließen, beziehungsweise so ein paar Grundlagen und dadurch können wir dann auf jeden Fall die ersten Münzen uns abholen. So, jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen Chemie rausgeholt und damit habe ich jetzt hier 500 Münzen am Start und das reicht wahrscheinlich am Ende des Tages auch schon. So, ich habe jetzt ein Draft Token Pack noch am Start gehabt, habt ihr eben vielleicht gesehen. Ich werde jetzt einfach in den Draft gehen und erstes Spiel quitten, dann bekomme ich dadurch ein paar Münzen, weil das Münzenthema ist gerade ein kleines Problem. So, wir gönnen dem Gegner kurz den Sieg und dafür bekomme ich 2 Goldpacks und ein Silberspielerpack. Easy. Okay, und damit haben wir jetzt hier schon mal 1000 Münzen und das reicht absolut mehr als genug. Und wir ziehen im zweiten Goldpack einen Tots. Alles klar. 94er Davidson. Moin Meister. Das ist krass. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal überhaupt keine Münzenprobleme mehr. Und damit ist endlich die Grundlagen SBC abgeschlossen. Damit können wir reingehen in 10x85 Plus Packs, in 10x84 Plus Packs und natürlich auch in die ganzen weiteren Spieler-SPCs wie Zidane oder Govu. Ich denke, dass wir die Bank dann auch noch voll machen, damit wir ein hochbewertetes Team am Ende haben. Aber alles in allem geht es hier in dem Projekt um die Startelf, um die besten Karten in FIFA 23. Und dann können wir jetzt hier den Pack-Grind offiziell losgehen lassen. Auch wenn ich eben schon aus so einem Müllpack ein Tradable Team of the Season gezogen habe, was wild ist. Wir gehen rein. 2x Spieler-Pack, dann dieses
Viertelfinale Landespack, das bekommt man auch einfach jedes Mal, wenn man einen neuen Account macht. Das ist noch so ein Pack von der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, also EA muss da irgendwas falsch programmiert haben, dass man das jedes Mal geschenkt bekommt. Wir ziehen leider keine Spezialkarte. Hatte ich eigentlich auch schon öfter mal am Start, aber ist okay. Und dann ziehen wir jetzt hier offiziell unser erstes 10x85 Plus Pack. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie wir jetzt hier mit dem Pack in das Projekt reinstarten. Und zwar mit, boah, ich dachte gerade, Rafael Leao, das wäre sehr, sehr böse gewesen. Pedro Gonçalves, und dahinter ist, ja, ist okay für den Start. Ist okay. Was wir jetzt machen, ist folgendes, und das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr am Grinden seid, aber ein paar von euch sind wahrscheinlich noch nicht am Grinden. Und zwar favorisieren wir hier das tägliche Gold-Upgrade. Wir drücken auf Favorit bei Bronze-Upgrade täglich und Silber-Upgrade. Und das solltet ihr auch wirklich jeden Tag abschließen. Und zwar geht jetzt hier einfach rein ins Bronze-Upgrade. Dreimal müssen wir das machen und drei Bronze-Spiele abgeben. Rein da. So, das Bronze-Upgrade dreimal abgeschlossen. Jetzt schließen wir dreimal das Silber-Upgrade ab. So, und damit ist das Silber-Upgrade auch dreimal abgeschlossen. Und dafür bekommt man drei Silber-Packs mit 24 Silber. Spielern, also eine Menge, und drei Bronze-Packs mit jeweils 24 Spielern, und die kann man dann wiederum ins Gold-Upgrade ballern. Dann ziehe ich das jetzt hier schnell weg. Lol, warte mal kurz, da war gerade ein Tots drin. Okay, weil seine Base-Karte Team of the Season ist, haben wir gerade seinen Tots gezogen. Also weil seine Base-Karte Silber ist, was das denn? So, und jetzt gehen wir hier rein ins tägliche Gold-Upgrade. Das kann man 10-mal abschließen, muss hier 6 Bronze- und 5 Silberkarten abgeben. Und die haben wir ja gerade ohne Ende bekommen. Und das mache ich jetzt 10-mal. So, und damit haben wir das tägliche Gold-Upgrade 10-mal abgeschlossen. Sollte man auch wirklich jeden Tag mitnehmen. Weil gerade die Leute unter euch, die die 10x84-Plus-Packs ballern, wissen, wie schnell man keine Goldspieler mehr empfängt. Verein hat. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, immer genügend im Verein zu haben, weil sonst muss man irgendwann Silberkarten abgeben und dann muss man immer teurere Teams abgeben für die 10x85 Plus Dinger. Und dann lohnt sich es irgendwann nicht mehr so krass. Also es geht dann immer noch irgendwie, die SBC 10-mal am Tag abzuschließen, dauert gut 10 bis 15 Minuten. Also das ist ganz, ganz entspannt. Und das Gute ist, man kann da auch Spezialkarten ziehen, wie wir jetzt hier zum Beispiel einen 94er Bailly. Den nehme ich doch sehr, sehr gerne mit. Mein Ziel ist es übrigens bei dieser Serie zu versuchen, wirklich zu versuchen, in jeder Folge eine Karte vom Team abzuschließen. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Über die SBCs ist es natürlich easy. Die Karten zu ziehen ist ein ganz anderes Thema. Also ich will nicht wissen, wie lange wir am Ende des Tages brauchen, um zum Beispiel einen 99er Cristiano Ronaldo an Land zu ziehen. Aber wir lassen uns überraschen, holen uns hier erstmal den nächsten Team of the Season ab. Molina, moin Meister, dich nehme ich gerne. Oh, Süle, 85er, auch stabil. Und dann gehen wir jetzt hier rein ins letzte Goldspieler-Pack und dann kann der Grind wirklich offiziell losgehen mit den 10x85-Plus-Packs, mit den 10x84-Plus-Packs. In dieser Serie wird auch kein Spiel gespielt. Wir werden einfach Packs ziehen, Packs ziehen, Packs ziehen. Wir werden Picks ziehen. Wir werden alles abschließen, was man abschließen kann. Und am Ende hoffentlich unser Dream-Team komplett machen. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich will in jeder Folge eine Karte, ja, abhaken, und wir kümmern uns heute um Roberto Carlos. Das ist auf jeden Fall ein ganz netter Einstieg in die Serie, würde ich sagen. Der kostet nicht zu viele SBCs, aber ist schon mal wichtiger Bestandteil des Teams. Bei meiner Meinung nach ist das der beste Linksverteidiger im Game und er hat halt auch das höchste Rating. Denn wir wollen hier ja natürlich auch das Team mit dem höchsten Rating am Start haben. Auch wenn Ronaldinho keine 99 hat, finde ich, muss Ronaldinho absolut rein, weil Ronaldinho ist halt einfach Ronaldinho. Und ich liebe Ronaldinho und deswegen muss Ronaldinho rein. Ansonsten werden wir heute, denke ich, auch schon direkt den 93 Plus Shapeshift oder Footy Pick abschließen. Da kann nämlich auch ein Ronaldo bei rumkommen. Aber jetzt geht's offiziell rein in die 10x85 Plus Packs. Immer mal wieder 10x85 Plus Packs ziehen und dann ein paar SBCs von Roberto Carlos. Dadurch bekommt man dann wieder Goldkarten in den Verein. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Das Schönste an diesem Account ist wirklich, dass ich keine Leihspieler drauf habe. Ohne Witz, die nerven so hardcore und das ist so entspannt ohne. Und da ist es. Das erste 10x85 Plus Pack, was wir über eine SBC abschließen. Damit kann der Grind offiziell losgehen. 98er Alisson kann man diese Woche auch ziehen. Wäre auch in unserem Team drin, deswegen müssen wir da auf jeden Fall Vollgas geben. Außerdem in unserem Team ist Florenzi Futti Premium. Den kann man nämlich als Rechtsverteidiger spielen. Und dadurch, dass ich Llorente verpasst habe, gehen wir mit Florenzi. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Deswegen, eigentlich muss ich diese Woche so lange durchziehen, bis wir Alisson und Florenzi ziehen. Und dann schauen wir
Schauen wir rein ins Pack, weil das ist ja immer das Interessanteste. Okay, der Account scheint zu gönnen. Direkt mal Füllkrug am Start, ein Full Special Card Team plus Gulaschi. Was wir jetzt machen, ist einfach erstmal richtig viele 10x85 plus Packs und 10x84 plus Packs ziehen, damit wir schon mal richtig viele Spezialkarten hier einfach stacken und dass unser Verein dann auf jeden Fall schon mal gut gefüllt ist mit Spezialkarten. Das ist auf jeden Fall der Plan fürs Erste. So, nächstes 10x85 plus Pack. Wirklich, diese Goldkarten sind wirklich der größte Feind dieser Serie. Deswegen vielleicht schließe ich auch mal bald noch dieses, was gibt's denn da gerade? 84 plus mal 30 Pack ab. Da muss man 5 SBCs abschließen. Kann man alle 2 Tage machen. Aber man bekommt hier auch wieder eine Menge Goldkarten über die Packs. Könnte sich auch lohnen. Könnte sich auch lohnen. Wir werden es rausfinden. Wir werden heute in der ersten Folge auf jeden Fall schon mal eine Menge machen. Aber jetzt ziehen wir erstmal das nächste 10x85 Plus Pack. Ich will heute Packluck sehen auf dem neuen Account. Wir gehen rein. Team of the Season, Gabri Veiga. 92er geht auf jeden Fall besser, aber was ist dahinter? Oh, okay. 95er Petit ist die erste Icon auf dem Account. Kostet halt leider auch gar nichts, aber ist stabiles Rating. Also, ich muss gerade echt noch ziemlich viele Team of the Season Karten immer abgeben. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar bessere Ratings jetzt hier aus den nächsten Packs ziehen. Und dadurch, dass wir dann immer die Spieler-SBCs machen, können wir auf jeden Fall auch einiges an Coins sammeln. Ich weiß gar nicht, ob man dann am Ende des Tages so viele Coins braucht, aber mein Ziel ist es eigentlich irgendwann mal, zum Beispiel irgend so ein teures Shop-Pack mit den Coins dann zu ziehen, worüber man dann extrem viele Spieler bekommt. Das wäre auf jeden Fall auch stabil. Das Pack war so lala. So, und das ist jetzt schon das vierte 10x85 Plus Pack gewesen. So ist es. Das geht sehr, sehr schnell. Wenn dieses Video raus ist, dann ist das 10x85 Plus Pack auch nochmal neu gekommen. Ich hoffe dann wieder noch häufiger zum Abschließen. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das noch häufiger zum Abschließen rauskommen wird. Und dann kann man das natürlich noch besser grinden. Carlos Vela. Ah. Wir warten noch auf ein richtig gutes Pack. Damit geht's rein. Ist das jetzt das letzte? Ja, oder? Ich glaube, das letzte. 10x85 plus. Boah, Gerdruida ist jetzt auch nicht so stark. Komm, da muss was dahinter sein. 95er Seedorf. Auch ein gutes Rating, aber wir wollen nur die besten Ratings der besten. Und damit geht's weiter mit den 10x84 plus Packs. Let's go. Da ist das erste 10x84 plus. Die 10x85 plus Packs waren jetzt bei uns heute keine 10 von 10. Aber Freunde, entspannt euch. Das wird in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch besser ballern. Und außerdem können wir auch immer über die 10x84 plus Packs geile Karten ziehen. Wir starten rein mit Medina. 94er. Ist direkt ein besseres Rating als aus allen 10x85 Plus Packs, was die Tots angeht. Und dahinter, Bruder, das sieht fast aus wie ein 10x85 Plus Pack. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt mal nach und nach auch immer eine SBC davon ab, von dem 30x84 Plus Pack. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt. So, da ist das erste Team und da bekommen wir halt auch Gold-Packs. Ganz, ganz wichtig für unseren Verein, ihr wisst Bescheid. Gleichzeitig dürfen wir aber die 10x84 Plus-Packs auch nicht vernachlässigen, weil man geht hier schon sehr, sehr schnell raus aus dem ganzen Futter. Ihr seht, ich habe jetzt erst 2 Seiten, also ist jetzt auch nicht wenig, aber darf man nicht unterschätzen, weil der größte Fehler, der passieren kann, ist, dass man auf einmal kein Futter mehr für ein 10x84 Plus-Pack hat. Aber da muss schon einiges schief gehen. So, wir haben wieder ein paar Goldkarten bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt gehen wir rein ins nächste 10x84 Plus. Ich habe es eben schon mal gesagt, es wäre super geil, schon mal Alisson oder Florenzi in der ersten Folge mitzunehmen, weil die brauchen wir so oder so. Die brauchen wir so oder so in unserem Endteam und die kann man halt aktuell ziehen und das ist das erste Full-Bruch-Pack. Aua. Also geht natürlich noch schlechter, aber das war gar nicht gut. Also das kann nur besser werden. Das Einzige, wovor ich gerade echt ein bisschen Angst habe, ist vor den Goldkarten, dass die relativ schnell weg sind, weil dann kann ich eigentlich erst wieder am nächsten Tag so richtig gut weitermachen. Frankreich, rechter Außenverteidiger, Klausi. Ja, ist okay. Was ist dahinter? Das sieht schon deutlich besser aus als vorher. Let's go. Ich habe gerade mal abgecheckt. Ich habe wirklich nicht mehr so viele Goldspieler. Ich will auf jeden Fall das Pack hier heute noch ziehen. Das aber eigentlich auch. Und eigentlich wollte ich sogar Roberto Carlos abschließen, aber ich muss mir mal das überlegen. Soll jetzt auch keine 1-Stunden-Folge zum Start der Serie werden. Aber ihr seht schon, wir haben in nächster Zeit jeden Tag was in FIFA zu tun und da habe ich Bock drauf. Schade, dass das jetzt gerade nicht Haaland wurde. Das wäre auch sehr, sehr nice gewesen. Hätte ich mir auf die Bank packen können.
Luis Figo 95er, gutes Rating aber. So, ich habe gerade schon mal ein 10x84 Plus Pack abgeschlossen. Ist immer gut, eins so auf jeden Fall auf Vorrat zu haben, damit einem das nicht passieren kann, mit dass man kein Futter mehr hat. Aber das kann eigentlich eh nicht passieren. Deswegen aber alles gut. Und dann schließen wir jetzt hier die nächste SBC ab vom 30x84 Plus Pack. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob sich das überhaupt lohnt. Ich denke, futtertechnisch lohnt sich es wahrscheinlich nicht. Es lohnt sich nur, wenn man dann wirklich eine Karte zieht, die man auch haben will. So, 88er Team, zweites Team damit abgeschlossen. Und dann gehen wir jetzt hier rein in zwei neue Packs. Einmal Prime Goldspieler Pack, let's go. Da ist eine Tradable Tots Karte drin. Sehr, sehr nice. Ist zwar nichts wert, der Mann, aber können wir abstoßen. Damit holen wir uns wieder ein paar Münzen ab. Was, wie gesagt, ganz geil ist, weil wir irgendwann dann so ein paar Shop Packs ziehen werden. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen in die Promo Packs, wir bräuchten 400.000 Münzen, dann würden wir 250 seltene Goldspieler bekommen und das, ja, lohnt sich, würde ich sagen. 10x84 Plus Pack Nummer, keine Ahnung was, Argentinien Innenverteidiger. Ah, schade, dass es nicht Medina wurde. Otamendi und, ah, okay, wir warten noch auf den Footy. Weiter geht's, Frankreich Innenverteidiger. Koundé, der ist geil. Also, er ist schon stark, aber bringt halt nichts. Gerard auch noch am Start und Walker, gute Ratings. So, nächstes Pack, wer ist er? Ja, Teller. Okay, komm, jetzt wird Zeit. Erster Footy. Nee. So, damit ist die dritte SBC abgehakt und ich habe jetzt hier noch die zwei Karten. Was habe ich gerade im Verein? Ja, ihr seht, nicht so viel. Also, es dauert schon wirklich lange, auf einem komplett neuen Account dieses 30x84 Plus Pack abzuschließen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es sich lohnen wird und dass wir Florenzi oder Alisson ziehen. Ein Ginola würde ich auch fürs Erste mitnehmen. Der wird nicht ins Endteam kommen, aber wäre nice to have. Let's go. Nächstes 10x84 Plus Pack. Jetzt muss es doch das erste Mal scheppern. 92er Fofana. Dahinter kommt Pelé. Nee, aber ist gut. So, Team Nummer 4 von der teuren 30x84 Plus SBC ist damit auch abgehakt. Ich würde echt lieber diese 100x82 Plus SBC wiederbekommen, weil darüber würde man halt viel mehr Spieler bekommen. Es wird sich viel mehr lohnen. Aber jetzt haben wir es ja bald abgeschlossen. Haben jetzt hier das nächste 10x84 Plus Pack. Ich warte immer noch auf den ersten Footy. England, Stürmer Harry Kane. Nice, gutes Rating. 95er Harry Kane zusammen mit... Joa. Und damit gehe ich jetzt nicht ins 10x84 Plus, sondern ins letzte von der 30x84 Plus SBC, weil dadurch bekommen wir dann sowieso wieder genug Futter. So, da ist das Ding. 90er Team, damit haben wir alle Dinger abgeschlossen. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob es sich auch wirklich jetzt am Ende des Tages gelohnt hat, der Grind für dieses 30x84 Plus Pack. Außerdem bekommen wir natürlich noch hier ein weiteres Pack, Prime Electrum Spieler Pack. Da kann man auch mal einen Trotz draus ziehen, sage ich euch. Ja, okay. Leider nicht. Ein paar Münzen hätte ich gerne noch mitgenommen. Schade, schade, aber ist okay. Goldspieler nehme ich trotzdem sehr, sehr gerne. Und dann gehen wir jetzt hier rein ins 30x84 Plus Pack. Abfahrt. Gönn uns jetzt hier einen Alisson oder einen Florenzi. Wer ist der Coverstar des Packs? Brasilien ZOM 93er Talisca. Also ratingtechnisch wäre da auf jeden Fall mehr gegangen, sage ich euch ehrlich. Wir schauen rein in das Ding. 3, 2, 1. Okay, eine volle Seite Team of the Season Karten. Jetzt ist die Frage, wer ist auf Seite 2? Let's go, da ist er. 98er Alisson. Und hier auf jeden Fall auch noch ein paar Karten. Alter, wir haben so wenig Goldkarten nur drin. Überragend, überragend. Damit haben wir Alisson aus unserem Endteam, Stand jetzt Endteam, abgehakt. Boom, Spieler 1 von 11 ist am Start, Freunde. Richtig und wichtig, wichtig und richtig ist wahrscheinlich der günstigste im ganzen Team. Aber egal, einer ist schon mal am Start. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt auch noch den 93 Plus Footies Pickup. Ich glaube, Roberto Carlos mache ich dann in einer anderen Folge. Ich habe ja heute einen mitgenommen mit Alisson. Deshalb bin ich damit schon mal zufrieden, würde ich sagen, fürs Erste. Ganzen SBCs können wir dann sowieso noch grinden. Let's go, wir gehen rein. Erste SBC vom Footy Pick ist am Start. 89er Team ist auf jeden Fall auch ziemlich teuer, muss man sagen. Aber ist okay, ist okay. Ich hoffe, dass wir darüber dann auch eventuell eine geile Karte ziehen. Man kann halt darüber Messi, Ronaldo, Neymar und so ziehen. Alles Karten, die wir auch für unser Team benötigen. Eigentlich müssen wir auch fast ein paar Icon-Picks ballern für den 99er Pelé, aber den daraus zu ziehen, ist schon extrem unwahrscheinlich, muss man sagen. Zur Abwechslung gehen wir jetzt mal wieder rein in ein 10x84 Plus Pack. Komm, hohes Rating. Messi, 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 Messi.
fast. Lautaro Martinez. 95er ist trotzdem sehr, sehr geil. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Petri und Walker. Joa. So, 88er Team vom Footies Pick damit auch erledigt. Eins fehlt noch. Und damit ist das letzte Team vom Footies 93 plus Player Pick abgehakt. Komm schon, bitte gib mir jetzt ganz viele Footie-Karten. Let's go, wir gehen rein. Ich hab Bock. 3, 2, 1, Abfahrt und wir ziehen natürlich kein Duplikat. Der einzige, der hätte kommen können, wäre zum Beispiel Alisson gewesen. Gut, vielleicht haben wir auch 2, 3 Shapeshifter im Verein. Wir haben einen Shapeshifter auf der 1. Nichts, was ich sehen möchte. Es gibt keine einzige Shapeshifter-Karte, die ich haben will, außer höchstens vielleicht Van Dijk. 98er, den könnte man auch noch ins Team stellen. Statt zum Beispiel Ronaldinho, aber muss jetzt auch nicht sein. Okay, wir haben einen Footy auf der 2, das ist schon mal schön. Wir haben einen Footy auf der 3 und wir haben, naja, okay, nochmal ein Shapeshifter, 97 passend, 93 Physis. Hui, Depay, gutes Rating. Jetzt ist die Frage, was sind das für Footy-Karten? Ah, okay, das ist Benazir oder Dumfries, ja, kenne ich doch die Karte. Und hier haben wir, Gravenberg, 96er, naja, ist keiner gewesen für unser Team und das ist halt das Ding. Ich freue mich auch nur über Karten, die dann wirklich ins Endteam kommen können, das ist halt leider so. Und dann würde ich sagen, grind ich jetzt einmal noch eine ganze Weile die 10x84 Plus Packs, um den ganzen Verein weiter zu stacken mit guten Spielern und eventuell bis einfach die Goldkarten hier weg sind. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange dauern, aber es sind eigentlich echt noch viele. So, dann gehen wir jetzt hier wieder rein in die 10x84 Plus Packs. Ich habe jetzt auch echt kaum noch Futter im Verein, also jetzt wird es wieder dringend Zeit, die wieder zu spammen und den Verein wieder voll zu machen. Aber ohne Spaß, Freunde, wenn ihr das noch nicht macht, dann macht das. Es macht so viel Spaß. Let's go. Und damit gehen wir wieder rein in die 10x84 Plus Spam Party. Niklas Füllkrug. Überragendes Pack schon mal. Also egal, was jetzt noch dahinter ist. Ja, Ferdinand ist an sich eigentlich eine coole Karte. Komm schon. Nächstes Pack. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht werde ich gleich noch dreimal die Team of the Week SBC abschließen und dreimal die TOTS SBC. Dann bekommen wir mindestens 60.000 Münzen tradable raus. Wenn man das so auf Dauer jeden Tag macht, ist es eventuell smart, könnte ich mir vorstellen. Weil irgendwann kannst du dir dann halt so ein Shop-Pack gönnen, was ganz geil sein könnte. So, ich schließe jetzt mal hier so ein Inform-Pack ab. Keine Ahnung, also ich muss hier auch 3 TOTS-Karten abgeben, weil ich halt kaum noch Gold-Spieler im Verein habe. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, das zu machen. Aber ich stelle es mir halt wirklich mega cool vor, irgendwann dann halt wirklich dieses Shop-Pack ziehen zu können. Es könnte echt geil sein. Wir ziehen sogar einen Walkout. Oh, ja, na, 85er David. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel kosten. Das ist jetzt die Frage, wie viel kosten die? Ja, die kosten halt gar nichts. Okay, halt wirklich überhaupt nichts. So wenig, dass es sich mehr lohnt, die abzustoßen wegen den EA-Tags. Okay, so alles in allem müsste man das schon sehr, sehr oft machen, bis man dann wirklich mal so ein Shop-Pack ziehen kann. Weiß ich nicht. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir öffnen das nächste 10x84 Plus-Pack. Ist nix. Weiter geht's. Wir spammen jetzt wirklich die Packs noch durch, bis ich keine Goldspieler mehr habe. Mal schauen, ob es sich lohnen wird. Das war auf jeden Fall vom Rating her gut. Übrigens gibt es einen kleinen Trick, wie ihr die Packs noch schneller ziehen könnt. Ihr müsst ein Premium-Gold-Vorschau-Pack öffnen. Ist total egal, was da drin ist. Und zwar müsst ihr dann einfach zweimal L1 drücken und dann direkt X und dann ist das Pack direkt offen. Geht dann einen Ticken schneller. Man spart sich dadurch die Pack-Animation. Es bringt nicht so viel, aber ein paar Sekunden vielleicht. So, wir probieren das jetzt einfach nochmal. Zweimal L1 und dann direkt X. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen quatschig, aber irgendwie ist es auch cool. Wir gehen rein. Nächstes Pack. Ui, Son und Raikard. Auf jeden Fall auch ein paar sehr gute Ratings wieder am Start. Mal schauen, vielleicht bringt es normal zu öffnen ja doch mehr Pack-Luck. Wir schauen es uns einfach mal an. Pack-Animation Brasilien ZDM. 94er Casemiro. Aber was ist dahinter, ist die Frage. Nix. So, und jetzt zum direkten Vergleich nochmal so ein Skipper-Pack. Wir gehen rein. Nächstes Pack. Ui, das sind richtig viele TOTS-Karten. Sehr schönes Ding. Also, der Verein füllt sich auf jeden Fall wieder richtig, richtig gut. Alles, was ich heute an dem Tag eigentlich noch machen will, sind diese ganzen TOTS und Inform-Packs abschließen, weil ich will wirklich so schnell wie möglich die Münzen zusammenbekommen. Weiter geht's. Ey, wir haben echt keinen einzigen Footy bislang gezogen über die 10x84 Plus Packs. Das ist ein bisschen enttäuschend. Der Alisson war aus dem 30x84 Plus Pack. So, und dann würde ich sagen, das ist das letzte 10x84 Plus Pack, was ich euch noch zeige. Egal, was drin ist. Falls ich jetzt nochmal was Krasses ziehe, dann sehen wir uns natürlich trotzdem nochmal. Ansonsten mache ich das jetzt wirklich so lange, bis ich keine Goldkarten mehr im Verein habe.
96er von Percy ist auf jeden Fall eine der besseren Karten nochmal. Ey, kaum sage ich, wir sehen uns erst wieder, wenn ich was ziehe. Nächstes Pack, was ich öffne, Dries Mertens Footy. Kannst du dir nicht ausdenken. Bringt uns am Ende des Tages für unser Endteam natürlich nichts, aber so ein paar Footy-Karten im Verein zu haben, ist trotzdem schön. Oh, einmal mal ein 98er Alisson-Duplikat gezogen. Das tut irgendwo weh, aber ist auch ein sehr gutes Rating für Futter. So, Freunde, ich bin zurück. Ich habe jetzt keine Goldspieler mehr im Verein. Alles ist weg. Ich habe jetzt hier nochmal 10x84 Plus Packs gespammt bis zum geht nicht mehr. Bis ich halt, wie gesagt, keine Goldkarten mehr hatte. Wir gehen jetzt hier mal rein. Gold. Keine Items verfügbar. Ich habe auch nur noch einen Silberspieler. Dementsprechend ist für Tag 1 eigentlich alles erledigt. Wir haben da das Maximum rausgeholt, würde ich jetzt mal sagen. Also man könnte jetzt trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Aber jetzt habe ich hier noch 12 Packs am Start. Und zwar 2 weitere Team of the Week Upgrades und 3 Pots Packs. Und alles ist tradable. Und damit will ich jetzt hoffentlich einige Münzen machen. Also ich will auf jeden Fall damit Münzen machen. Ob wir welche machen, ist jetzt halt die andere Frage. Wir bekommen dadurch aber auch schon mal nochmal gut Gold und Silberkarten zurück, womit wir dann beim nächsten Tag dann wieder die ganzen täglichen Bronze-Silber-Gold-Upgrades machen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Let's go. Wir ziehen sogar einen Tots aus so einem anderen Pack. Okay, ist nur ein 89er. Dementsprechend ist es ein Discard-Tots, aber 10.000 Münzen nehme ich trotzdem sehr gerne mit. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Die Team of the Week Packs sind, glaube ich, wirklich in 99% der Fälle einfach zum Discarden. Also man nimmt dann einfach die Münzen mit. Wir sehen jetzt hier, der kostet 12.000, 11.000 Münzen. Also wenn ich den für 11.000 anbiete, ja, wir stoßen den einfach direkt ab. Also über die Tots Packs kann man schon mal so teilweise lacken. Da gibt es ein, zwei Karten, die was kosten. So ist es nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht. Selbst der Allaire können wir auch discarden. Bringt uns leider auch nichts, wenn wir den anbieten. Aber jetzt kommen wir zu den drei Tots Packs, da muss ich auf jeden Fall auch noch mal einiges für abgeben. Und wenn wir da einen, ich sag mal, 93 Plus Spieler ziehen, wäre das schon sehr, sehr geil. Okay, das ist ein 92er Joao Mario. Ich weiß nicht, was der kostet. Ja, wir sehen es hier. Er kostet halt quasi nichts. Man kann den für 11.000 abstoßen. Also stoßen wir den für 11.000 ab, weil man könnte den nur für 11.500 anbieten. Also das bringt schon mal nichts. Also der erste war jetzt keine 10 von 10, aber ein paar Münzen machen wir. Wir ziehen eine Moments Karte. Oh mein Gott. Kartenticker, das ist halt schlecht. Der kostet halt eh nichts. Ja, sieht nicht so aus. Hä? Der wird irgendwie nur teuer angeboten. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der was kostet. Ja gut, er kostet nichts. Können wir auch abstoßen. Schade, schade. Also in den meisten Fällen nimmt man dann einfach die Discard-Coins mit. Wir werden auch, wenn wir sie dann und so weiter abschließen, noch richtig viele Coins machen, weil man da auch oft gute Karten in den Packs hat, die man dann tradable abstoßen oder verkaufen kann. Und ja, wir hatten jetzt heute leider kein Glück mit den Packs. Das Beste war echt der Davidson aus dem 5K-Pack aus Draft. Kannst du nicht aus denken. Und damit beenden wir die erste Episode mit einem 10x84 Plus Pack. Vielleicht ziehen wir nochmal zum Abschluss des Videos einen Banger. Die erste Karte für unser Team ist auf jeden Fall eingetütet. Das ist der gute 98er Alisson. Und im allerletzten Pack des Videos ziehen wir nochmal ein sehr, sehr stabiles Pack. Freunde, wenn euch das Ding gefallen hat und ihr Bock auf weitere Folgen habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt auf jeden Fall noch das Video hier ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.